ist sehr ewig. Sie sucht die besten Sachen aus, das muss man sagen. Was? Du bist zu nervös. Wenn du 3-1 hinten liegen würdest, ja, liegest du schon am Boden. Du solltest dir die Schweinsteiger-Doku anschauen. Ich bin eher so ein Oliver Kahn-Fan. Was? Der stellt sich nachher beim Interview hin und sagt, wenn es so weitergeht, muss er sich die Bälle selber aufs Tor schießen. Ich wollte mir heute erst die Bälle selber aufs Tor schießen, damit ich mich endlich mal auszeichnen kann, aber kann ich auch nicht machen. Wenn du die Frisur hast. Das ist ja nicht übrigens der Kahn, sondern das ist die Kevin Campbell-Gedenkfrisur. Das findet man jetzt nur lustig, wenn man Kevin Campbell kennt, ehemaliger Red Bull Salzburg-Spieler. Ich hatte eigentlich alles schon durch, Irokesen, kurze Haare, lange Haare, braun, schwarz, rot. Und jetzt bei Leipzig? Nein, bei den Ausländern kenne ich mich nicht aus. Das ist ein Deutscher. Das war der Schmäh dran. Das war ein Witz, ne? In der Kategorie Tische haben wir ein schönes Stück, und zwar einen Aktenschrank vom Schweden nebenan. Oh Gott. Himmelswün. Das Leid, aber IKEA-Möbel verkaufen wir will haben, gell? Ich kaufe IKEA-Möbel beim IKEA. Du kriegst es übrigens mit Inhalt. Mit Akten. Interessant, wäre aber interessant. Das sind so Leute, die Koffer kaufen. Farbe braun, Selbstabholung, Eklar gebraucht, Büro und Aktenschrank, Schwedenmöbel, effektiv, Bodenelement, alle Teile mit Jalousie, Signum Grau, ein Teil mit Hänge, was? Registrator, was? Dein Terrarium. Dein Terrarium kannst du aussprechen. Registratur. Registratur. Ein Teil mit Hängeregistratur. Das ist interessant. Sehr gut erhalten. Nichtraucherhaushalt. Hoffentlich auch keine Katzen. Oder anders. Wie sagen wir Katzen? Papageifreie Wohnung. Rattenfreier Haushalt. Rattenfreier Haushalt. Muss ich anfangen? Ich überlege mir aber trotzdem, was so Leute bei will haben, durchschauen und dann irgendwie denken, das ist es. Das habe ich gesucht. Endlich dieser Schrank. Ich wollte ihn beim IKEA kaufen. 40 Euro. 40 Euro? Kostet bei IKEA, ja, du hast recht. 40 Euro. Dann kann ich nicht viel drunter gehen. 40 Euro. Vielleicht musst du auch drüber gehen. Ich sage 25. Das ist so. Es ist die letzte Runde jetzt, oder? 25. Was? Es ist jetzt mit Akten? Was? Ich meine, das Spiel lief natürlich schon wieder so beschissen. Ich sag's jetzt mal so, wie das schon wieder angefangen hat. Wir bestimmen das Spiel über 20 Minuten klar, haben alles im Griff und dann... Ohne Gewährleistung oder Rücknahme. Wieso bin ich denn aufgegangen? Ja, weißt, IKEA ist... Und du ganz klar gesagt war heute hast, beim IKEA, keiner, da kosten nix so viel. Bei Möbelschweden ist die Regel die, du kaufst das einmal und ziehst das nie um. Ja, da kannst du ja nur noch lachen. War safe, war 3 zu 2. War trotzdem, Matchball jetzt, gell? Zweiter Matchball. Trotzdem muss ich den letzten holen. Matchball. Letzter Matchball. Emily? Beauty, Gesundheit und Wellness oder Mode und Accessoires? Mode und Accessoires. Kleiderpflege und Zubehör. Oder Taschen und Koffer. Du bist dran. Zubehör. Kleiderpflege und Zubehör. Was immer das du warst, ist. Du glaube ich, nicht mehr die Hauptkategorie, gell? Wie was? Was ist die Hauptkategorie? Verkleidungen. Na, so, wie steht's jetzt? 3-1, 3-2? 3-2. Den muss ich holen. Ja, aber den hol ich jetzt. Gleich wie letztens. Weil ich weiß wirklich nicht, wie wir stechen wollen. Zwei Gewonnene. Ja. Zwei Gewonnene, was? Es dauert halt wirklich ein Jahr. Es ist wie bei Worms. Erstes Spiel hat 10 Minuten dauert, zweites Spiel hat 3 Stunden dauert. Ja! Ja! Ich dachte, ich wäre der Einzige, der das denkt. Ba-ba-ba-ba-ba. Wir kaufen eine dieser wunderbaren Schneider- oder Schaufensterpuppen. Jetzt wird's interessant. Eine? Preis pro Stück. Preis pro Stück? Preis pro Stück. Ich habe das schon mal nachgeschaut. Was? Aber das sind Schneiderpuppen, gell? Das ist keine Schaufensterpuppe. Naja gut, das ist so eine Hipster-Schaufensterpuppe mittlerweile. Das sind relativ teuer. Was Schneiderpuppe? Das Ding ist, ich weiß, wie viel Schaufensterpuppe kostet. Aber das hilft mir nicht. Ja, Schneiderpuppe ist ein bisschen Schneiderpuppe was Schneiderpuppe ist immer was anderes. Aber kann ich pro Stück, aber ich muss alle 7 kaufen, gell? Das ist schon... Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die schon... 7 Damen einher. Nein, passt schon. Die könnt ihr eins mal kaufen.
Ja, was kostet so ein Schneiderpuppen? Die Sache ist auch, dass die das loswerden wollen, gell? Das ist eine Firma. Es kann natürlich auch sein, dass das irgendwer bei einer Auktion gekauft hat, für wenig Geld, und jetzt aber versucht, ein bisschen teurer weiter zu verkaufen. Sagst du, okay. Dann sage ich 65 Euro. Pro Stück? Ja. Pro Stück? Oh, der ist echt fies. Jetzt wird es interessant. Der ist wirklich, wirklich fies. Du weißt, was der, gell? Das ist jetzt Matchball. Entweder der will mit dem jetzt eine richtige Kohle machen, oder der will die einfach weiter haben. Ja, und du? 50. Will der jetzt nicht helfen? 50. Wie viel, wie gesagt? 65. Und ich habe Angst davor, dass 75 da steht. Ausgleich! 20 Euro pro Stück. Das hätte ich mir nie im Leben gedacht. Weil das Einzige, ich habe mir schon gedacht, das könnte 30 sein, das wäre ein bisschen billig gewesen, habe ich das Doppelte genommen. Was kostet so ein Schaufensterpuppen, ist teuer? Ja, wenn du es bei einer Auktion kaufst, dann kosten die zwischen 20 und 50 Euro. Maximal 50 Euro. In einer Auktion? Ja. Wie oft bist du? Eine ganze Schaufensterpuppe, aber das ist nicht so eine. Wie oft bist du auf einer Auktion? Im Internet. Fuck! 3-3! So, jetzt zwei gewonnen, oder was? Oh Gott, das dauert jetzt ein Jahr. Shit, mein Tee nicht aus. Ich muss mir schnell einen Tee nachfüllen. Ist das Earl Grey oder ist das Melisse? Hagebutte. Hagebutte. Südgrazer Hagebutte. Ich rieche jetzt nach Kamille. Lieber Lukas, oh Gott. Uhren und Schmuck oder Tiere und Tierbedarf? Tiere und 20 Euro. Tierbedarf. Nutztiere oder Vögel? Vögel. Nutzvögel. Was nimmst du? Ich nehme die Vögel. Ich habe ein gutes Gefühl. Weißt du, warum ich Vögel nehme? Weil du gut zu Vögeln bist. Nein, mein erstes Haustier war ein Vogel. Wirklich? Einen Wurm. Nein, wie heißt's? Wie heißt das andere? Nicht Wellensittich? Es gibt nur Wellensittich als Vögel. Was ist denn ein Spatz? Die anderen. Hamster? Falke. Ein Geier. Eine Ratte. Ewi. Hilf mal. Wellensittich, habe ich gesagt. Ja, das andere wie Wellensittich. Ich meine okay. Wellensittich. Möglicherweise einen Grünwangen-Rotschwanzsittich. Grünwangen-Rotschwanzsittich oder Molina-Sittich, handzahm. Wir haben hier Züchter. Ach. Ich wollte nie Tierhändler sein. Ich wollte eigentlich immer Holzfäller werden. Wie verkaufe ich das? Verschicke ich die mit der Post oder was? Derzeitiges Alter über 6 Monate, Geschlecht noch nicht sichtbar. Ja. Geschlecht ist noch nicht erkennbar. Nein, das ist nur in der Schale drin. Na, Geschlecht männlich oder weiblich. 2 Molina-Sittiche aus Handaufzucht, sprich komplett handsam, nur paarweise abzugeben. Alles klar. Da sie gemeinsam aufgewachsen sind mit komplett eingerichtetem Käfig. Leider konnte die vorigen Besitzer die Vögel wegen Zeitmangel nicht mehr behalten. Wer Interesse hat, sollte deshalb auch, also ganz ein Roman. Die Aufzucht eines handsamen Vogels ist sehr aufwendig. Steht drinnen. Alles klar. Was heißt Zeitmangel? Beringt. Was heißt Zeitmangel? Ein Vogel sitzt im Käfig. Schreibt mal auch ein bisschen Futter rein und das war's. Was ist es, wenn man das nicht macht, bringt er die um in der Nacht? Die sind nur paarweise abzugeben. Ja, oder da hängt ein Spiegel rein. Das kenne ich ja. Oh, das ist aber ein guter Käfig. Mit dem Käfig. Du fangst an. Nein. Was wirklich? Nein. Ich fange an. Ja. 250 Euro. 200 Euro. 250 Euro. 250 Euro. Habe ich gesagt. 150 Euro. Oh, der gehört mir, der Punkt. 600. Ich hasse dieses Scheiß. 30 Euro. Huh. Der kostet 6. Kacke, Mann. Das kann ja nicht sein. Alter, bist du... Der Käfig allein kostet schon 100. Halt's mal. Jetzt mag ich nicht mehr. Ich mag einfach nicht mehr. Was macht ihr jetzt, wenn ich jetzt einfach aufhöre? Was willst du tun? Hä? Du musst die Runde jetzt noch entweder gewinnen oder verlieren. Nein, ich kann einfach gehen. Hä? Heim? Ich geh jetzt heim. Screw you guys, I'm going home. Screw you guys, I'm going home. Na komm.
Bereit? Ja. Dienstleistungen oder Spielen und Spielzeug? Mhm. Spielen und Spielzeug, bitte. Hast Angst, dass ich Dienstleistungen besser kann, gell? Ich weiß nicht, was bei Dienstleistungen drin ist, aber einmal gespielt und was eine Pferdebegleitung oder so irgendwas. Der Pferdeflüsterer. Spieltische und Automaten oder Kinderfahrzeuge? Spieltische und Automaten. Alter, jetzt wird es richtig interessant. Ein Pokertisch. Ich glaube, da sind sogar so Tischfußball und Billard und so dabei. Ja. Spieltische. Ich würde jetzt den Spielleiter da nicht. Ich soll sie nicht beeinflussen. Das wird die Schnauze halten. Alles klar. Wie habe ich das noch hergeben können? Es fühlt sich an wie das Finale daheim, weißt du, von den Süddeutschen, die Bayern. Hm? Manchester. Was Manchester? Bayern München? Ja, was das Finale daheim. Daheim verkackt haben. Da in Führung gegangen sind. Ausgleich. Es ist noch nicht vorbei. Ich habe mich so schön eingestellt drauf, dass ich das Spiel verliere. Und dann bist du so schlecht und dann kommst du irgendwie wieder zurück. Ja, mei, so Phasen gibt's halt mal, ne? Wenn's scheiße läuft, läuft scheiße. Wir kaufen einen Kaugummiautomaten aus den 50ern. Ja! Das Ding ist das, es gibt einen guten Grund, warum das die Evi macht. Weil ich suche einfach immer die besten Sachen aus. Ford. Okay, let's go to the Beschreibung. Die Venedig Production. Es ist ein Matchboy für den Lukas. Mhm. Kein Schlüssel. Keine Garantie und Gewährleistung. Wie kommen die Leute drauf, dass es eine Garantie gibt auf einen Automaten aus den 50er Jahren? Entschuldigen Sie, ich hätte da gern, der ist kaputt. Nach 2 Jahren. Ja, genau. Der ist nach 2 Jahren einfach kaputt. Guten Tag. Was fehlt dem Tier? Ich will Ihnen gern sagen, was ihm fehlt. Er ist tot. Das fehlt dem Blauling. Nein, der Vogel schläft. Na gut, wenn der Vogel schläft, wecke ich ihn eben auf. Hallo, Polly! Kaugummiautomat 50er Jahre. Muss ich anfangen, gell? Was kann das kosten? Schlüssel ist leider verloren gegangen. Was heißt der Schlüssel ist verloren? Ich komme da nicht rein. Nirgends? Ich glaube, das ist dann nur Deko. Anders, glaube ich, kannst du es nicht machen. 25 Euro. Wobei? 25 Euro. Wobei? Was wobei? Es ist mir egal, mein Preis jetzt gesagt. Ich brauche nicht mehr mit dir reden. 50. Ich verdopple. Screw you guys. I'm going home. Es hätte passieren können, oder? Dass ich einmal gewinne, oder? Wir stehen jetzt einfach. Es ist ja okay. Es war. Ich kann mich gar nicht freuen, oder? Freu dich jetzt! Es macht mich noch aggressiver, wenn du dich nicht freust. Ja, komm, alles Gute. Alles Gute. Hast du es verdient? Nein, wie gesagt. Ich versteh's trotzdem nicht, wie ich das am Schluss jetzt dann verkacken hab können. Es ist scheiß Vögel! Hallo, Polly! Zeit aufzustehen! Man sieht es nicht kommen. Man sieht es einfach nicht kommen. 3-1 hinten. Aber alles Gute. Wir haben wieder eine weitere Runde Costa Quanta hinter uns. Und es steht jetzt auf unserer ewigen Bestenliste 3-2. Ja, das kannst du aber selber bauen im After Effects, gell? Steht 3-2. Kack-Animation. Das ist ja kein endgültiger Trend, sagen wir mal so. Wie gesagt, ich kann nur immer auffordern, objektiv zu bleiben. Und alles andere interessiert mich nicht. Wir freuen uns, wenn ihr uns in die Kommentare schreibt, was die Bestrafung für den Tom sein wird. Ja, die hoffe ich. Und die Bortor. Alle Farben, braun, schwarz, rot. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Du bist ein Pisser. Alles Gute. Alles Gute. Danke, dass die Evi heute wieder unsere Moderation gemacht hat und unsere Artikel rausgesucht hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonnieren, liken. Und die Bestrafung kommentieren. Fuck off. Das geht heute gar nicht mehr, dass du total fehlerlos spielen kannst. Der Einzige, der das kann, bin ich. Das habe ich ja jetzt gezeigt, aber das war ein Witz, ne?